Von Augsburg bis Ulm, von Heidenheim bis Memmingen. Deine Region, unsere Nachrichten. Bayerisch Schwaben aktuell. www.bsaktuell.de. Einer landwirtschaftlichen Abstellhalle. Gelagert ist dort Hebestroh auf verschiedene Arbeitsmaschinen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Scheune bereits im Vollbrand. Gebildet haben wir zwei Einsatzabschnitte, die im Wesentlichen hier Riegelstellung aufgebaut haben, um den Brand, die Ausbreitung zu verhindern. Wenn das jetzt soweit alles steht, wenn wir mit der vollständigen Brandbekämpfung beginnen. Eingesetzt sind jetzt ca. 80 Feuerwehreinsatzkräfte und 2 persönlichen Gewerbe. Like uns jetzt auf Facebook. bsaktuell.de. Gefällt mir.